Liebe Freunde, der Mensch kann alles, wenn er nur will. Der Mensch, der kann durch diese Corona-Krise durchkommen. Natürlich, das ist im Augenblick alles düster und kalt und dunkel und traurig und allein sein, das ist schwierig. Aber der Mensch kann das. Der Mensch kann alles, wenn er nur will. Der Mensch kann auch durch unsere Klimakatastrophe durchkommen. Da mag es Leute geben, die sagen, nein, das geht alles nicht, weil das ist nicht zu bezahlen und wie sollen wir das hinbekommen? 5 Jahre nach Paris, immer noch nicht viel weiter als mal in alten Zeiten. Aber der Mensch kann alles, wenn er nur will. Ich habe hier ein altes Weihrauchfass gefunden. Und dieses Weihrauchfass, das stand in einer Ecke völlig runtergekommen und alle haben gedacht, ja, das ist nichts mehr, das müssen wir wegschmeißen. Und es war eine alte, graue, runtergekommene Kohle da drin, die gedacht hat, naja, hier gibt's keine Zukunft. Jetzt ist es neu versilbert und es ist ganz wunderbar mit einer neuen Kohle, die brennt darinnen, verströmt dieses Weihrauchfass jetzt den Glanz, die Schönheit, den Duft der Gegenwart Gottes und wird im Gottesdienst wieder gebraucht werden können. Der Mensch kann alles, wenn er nur will, er kann auch mithelfen, dass die Dinge neu werden und anders betrachtet werden und angepackt werden. Natürlich, es braucht ein bisschen Invest dazu und es braucht auch ein bisschen Leidenschaft, aber am Ende muss nicht alles in Asche bleiben, sondern es kann wieder neu zum Glühen und zum Glänzen und zum Strahlen kommen. Das möchte ich mir jedenfalls wünschen. Jetzt am 3. Adventssonntag sind wir dazu eingeladen, dabei mitzuhelfen. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen 3. Adventssonntag.